Hallo und willkommen zum MVA-Kurs Einstieg in die Entwicklung mit PhoneGap 3.x. Ich bin Markus Ross und werde Sie durch den Kurs führen. Ja, damit Sie mich kurz kennenlernen, wer wird Sie jetzt demnächst begleiten? Markus Ross. Sie können mich auf Twitter finden, unter anderem als Zahlenhelfer. Ich bin Entwickler, Berater und Trainer als Microsoft Certified Trainer für die Themen SQL Server, HTML, SharePoint und Dynamics NRV. Als Freelance-Developer bin ich unterwegs, komme eigentlich aus dem Linux-Umfeld, habe sehr viel Microsoft gemacht und bin sozusagen das Kind, eines der Kinder des Webs. Als Autor für verschiedene Entwicklermagazine hier in Deutschland tätig oder auch als Speaker anzutreffen auf nationalen oder internationalen Konferenzen. Wenn Sie mehr über mich erfahren wollen, meine About-Me-Page, meine LinkedIn-Daten und natürlich in Deutschland meine Xing-Profil. Aber lassen Sie uns gar nicht so viel Zeit über mich verschwenden. Wir wollen gucken, was bringt Ihnen der Kurs? Einstieg in die Entwicklung mit PhoneGap 3.x. Da ist natürlich die Frage, warum PhoneGap? Dann werden wir uns damit beschäftigen, wie wir das Ganze installieren und das Setup durchführen. Und danach kommt der Zugriff. Der Zugriff auf Kamera, auf Geodaten, auf Kontakte. Es gibt Plugins, was ist das, wie kann ich die nutzen? Kann ich Maps integrieren? Kann mir Microsoft mit seinen Azure Mobile Services Hilfestellung geben bei bestimmten Fragen? Das Thema Eventing und ganz am Schluss Debugging. Leider ist keine Anwendung fehlerfrei, das können wir für uns auch nicht in Anspruch nehmen. Daher als letztes nochmal hilfreich Debugging, in dem Fall mit dem Tool Winery. Vorher steht immer die Frage, für wen ist dieser Kurs geeignet? Warum sollten Sie weiterhören und zuschauen? Vielleicht sind Sie Entwickler, Webentwickler und Sie möchten jetzt endlich mobile Apps können, ohne Objective-C, ohne C-Sharp oder andere Sprachen können zu müssen. Vielleicht kann es aber auch sein, dass Sie C-Sharp-Entwickler sind und nach einer Alternative suchen, Windows Phone 8-Anwendungen zu bauen, die Sie vielleicht möglichst einfach portieren können. Oder Sie haben einfach Lust, plattformübergreifend zu entwickeln und sehen hier eine Chance für einen guten Einstieg. Die Voraussetzungen für den Kurs sind relativ einfach. Sie brauchen Basis-Know-how zum Thema HTML. Sie sollten ein wenig JavaScript können und der Name Callback sollte Ihnen keine Angst machen. Oder Sie sagen, ich kann beides noch nicht wirklich gut, aber ich habe Spaß, Neues zu entdecken. Auch dann ist dieser Kurs für Sie geeignet. Dementsprechend ist die Zielsetzung dieses Kurses eine Einführung von PhoneGap, in dem Fall natürlich am Beispiel von Windows Phone 8. Wir haben draußen im freien Internet das große Thema PhoneGap und zig Tutorials dazu, ganz viele, teilweise veraltete Themen, teilweise ganz neue Themen, aber wirklich konkret an Windows Phone 8 habe ich wenig dazu gefunden. Ich möchte Ihnen eine Einführung geben, das heißt, wir schauen uns die einzelnen APIs von PhoneGap an, und zwar mal in einem konkreten Beispiel. Das bedeutet, am Schluss haben Sie eine Sammlung von kleinen Skripten für Ihre einzelnen Aufgaben. Das heißt, Sie haben dann einige Möglichkeiten entdeckt, wie Sie PhoneGap nutzen können. Das heißt aber auch, dass Sie keine komplette PhoneGap-API-Einführung bekommen. Wir haben so eine Art erste Schritte mit PhoneGap jetzt, schauen uns dezidiert einzelne APIs an, einzelne Integrationsmöglichkeiten, aber wir bauen keine komplette App. Das gibt Ihnen aber den großen Vorteil, dass Sie sagen, mich interessiert nur der Kamerazugriff und dann schauen Sie sich nur dieses Modul an. Wir sind nicht abhängig untereinander in den Modulen. Wer gerne eine komplette App mit PhoneGap bauen möchte, der findet dazu einen extra Kurs, der derzeit noch in Planung ist. Also lassen wir uns beginnen. Warum PhoneGap? Nun, warum überhaupt Cross-Plattform-Entwicklung? Warum sollte es dann direkt PhoneGap sein? Und wie funktioniert dieses PhoneGap eigentlich? Nun ja, bei der Frage, warum man denn überhaupt Cross-Plattform entwickeln sollte, habe ich immer eine kleine Geschichte, die ich Ihnen hier auch kundtun möchte. Ein Mittelständler hat auf dem Flur folgendes Gespräch. Der Chef sagt, wir brauchen eine App. Die IT sagt, ja gerne, welche Plattform? Die goldenen Augen kommen, kein blödes, wir müssen irgendwas administrieren. Nein, wir können was Neues machen. Ja, wieso Plattform? Wir machen eine mobile App, sagt dann der Chef. Und die IT sagt, ja, wir haben Windows Phone 8, wir haben iOS, wir haben Android, wir haben BlackBerry 10 und ganz viele andere. Was willst du denn haben? Und wie das immer so ist, wenn Sie Ihren CTO, Ihren CEO
oder sonstigen Vorgesetzten fragen, ist die Antwort natürlich, ja, was scheren mich denn mobile Plattformen? Natürlich will ich alle. Oder wollen wir das nicht? Tja, und dann schmunzelt die IT im Normalfall und sagt, okay, jetzt haben wir ein Problem. Sie bräuchten für sämtliche Plattformen eigene Entwickler. Was wäre aber, und dann kommen wir damit auch zu, warum Phone Gap? Was wäre, wenn wir einfach die Web-Skills, die vielleicht vorhanden sind, also HTML, was ja auf unterschiedlichsten Plattformen läuft, weiterhin nutzen könnten und zusätzlich den Zugriff auf Hardware bekommen? Das heißt, wir können nicht nur eine Website anzeigen, sondern diese Website könnte auch eine Kamera ansprechen. Diese Website könnte das Mikro aktivieren. Diese Website könnte Daten transferieren, etc. Das bietet Ihnen PhoneGap. Zeitgleich ist es auch noch Open Source und das Ganze ist gesichert durch die Apache Software Foundation. Dort ist nämlich das Schwesterprojekt Cordova mittlerweile ein Top-Level-Projekt. Ja, aber was ist, wenn mir der Umfang von PhoneGap nicht gefällt? Ich kann eine Kamera von einem Mobiltelefon nutzen, ich kann andere APIs, die wir noch kennenlernen, nutzen, aber ich wollte so gerne mal Barcodes scannen. Diese Funktionalität ist nicht gegeben. Dort sagt das PhoneGap-Projekt, kein Problem, wir kennen Plugins. Und durch Plugins erweitern wir einfach den Funktionsumfang. Am Ende des Tages müssen Sie für die verschiedenen Stores, für die verschiedenen App-Stores, Markets oder Places natürlich Binaries uploaden in der jeweiligen Sprache. Bei Microsoft wäre es ein Windows Phone 8 Projekt, bei BlackBerry etwas für den BlackBerry Market oder bei iOS eben für den Apple Store das jeweilige Binary. PhoneGap nutzt es und sagt, ja, das können wir. Wir geben dir am Schluss ein Native Binary für deine jeweiligen App Stores. Und der Zugriff auf alles das, was wir eben skizziert haben, wird harmonisiert, indem dass du HTML-Seiten baust, plus JavaScript, plus das Styling mit CSS3. Den Rest übernimmt PhoneGap. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Vom Ablauf her, wie funktioniert das Ganze? Sie haben erstmal eine Mobile Web Application. Nichts mehr, nichts weniger. Wenn Sie schon mal Web-Apps gebaut haben, also HTML-Seiten, die sich mobil nutzen lassen, dann können Sie schon einen großen Teil, den Sie für PhoneGap brauchen. Diese Seite an sich wird ja bisher nur angezeigt und könnte auch nicht mehr oder weniger. Jetzt wollen Sie Interaktionsmöglichkeiten haben. Dort kommt PhoneGap mit einer JavaScript-Engine. Das heißt, wir werden bei jeder PhoneGap-Applikation einen JavaScript-File importieren. Und dieses JavaScript-File gibt uns Zugriff auf die sogenannte Native Engine. JavaScript, plattformübergreifend, funktioniert hervorragend. Rufe ich aus meiner Mobile Web App auf. Die sagt zum Beispiel, ich würde jetzt gerne die Kamera-App starten, um ein Bild zu schießen. Dann sagt das JavaScript, okay, das dispatche ich an die Native Engine. Die muss pro Plattform, zum Beispiel für unser Windows Phone 8, programmiert worden sein. Das Programm für die Kamera wird aufgerufen. Und Sie können arbeiten. Dort drangehängt gibt es dann immer noch das Plugin. In dem Fall ein Custom-Plugin, wenn wir einen Barcode zum Beispiel scannen wollen oder ähnliches. Auch dort gibt es dann für jede Plattform, so vorhanden, eine native Implementierung in der jeweiligen Programmiersprache. Das lief lange Zeit sehr gut, hatte aber den Nachteil, dass dieses Verpacken von Webseiten in PhoneGap wunderbar war, PhoneGap aber immer sehr häufig gescholten wird, weil es zu langsam sei. Nun, einiges davon sind selbstgemachte Leiden, weil, wie Sie sehen, haben wir dort einen Riesenblock mit PhoneGap JavaScript Engine und PhoneGap Native Engine. Egal, ob Sie die Kamera nutzen oder nicht, der Code dafür, auch der Native Code, muss geladen werden und verpackt. Das hat sich mit PhoneGap 2 zu 3 geändert. PhoneGap, und hier sehen Sie auch, das Wort Cordova fällt ab und zu mal. PhoneGap und Cordova sind quasi Schwesterprojekte. PhoneGap von Adobe groß unterstützt, frei, basiert auf der Cordova Apache Software Foundation Projektstruktur. Das heißt, Cordova ist quasi das Root-Projekt und PhoneGap können Sie sich wie eine Linux-Distribution vorstellen. Der Kern ist derselbe, die Verpackung sieht manchmal etwas anders aus. In der Versionswechsel 2 zu 3
ist etwas Spannendes passiert. Es wurde plötzlich alles pluginisiert. Das bedeutet, dass ihre eigentliche Core-API, von der wir demnächst noch mehr erfahren werden, auf einmal weg war. Und die Teile, die sie für ihre App benutzen, zum Beispiel das Kamera-Plugin, explizit laden müssen. Hat den Vorteil, dass das Cordova Executable selber die Grundstruktur relativ schmal gehalten werden kann und nicht zusätzlich Sachen geladen werden müssen. Sie können die verschiedenen APIs, Kontaktbuch, Kamerazugriff, etc. dementsprechend auch einzeln versionieren und müssen keine vollständigen Releases abliefern. Damit wurde das Arbeiten mit PhoneGap flexibler und gleichzeitig wurde das Arbeiten schneller, da sie nur noch Teile in ihrem fertigen Projekt haben, die am Schluss auch genutzt werden. Mehr dazu im nächsten Modul. Ich freue mich auf Sie. Wir installieren PhoneGap.